liebe Siedler-Community, wir nähern uns mit Riesenschritten dem D-Settlers World Championship 2021 entgegen. Bereits in 11 Tagen beginnt das Eröffnungsspiel der WM und mittlerweile ist auch klar, wer beim Eröffnungsspiel seinen Hut in den Ring werfen wird. Das Eröffnungsspiel bestreitet Vorjahresfinalist Silverdust gegen die Pfandflasche aus Gruppe 1. Leute, das wird episch, einschalten. Ich habe mir gedacht, für den, denen das noch nicht genug Hype ist, möchte ich in diesem Video mal zeigen, was es eigentlich zu gewinnen gibt. Und ich würde sagen, wir starten mit der Gold-, Silber- und Bronzemedaille. Let's go! Also, die Gold-, Silber- und Bronzemedaille hat vorne meine Neuinterpretation des Die Siedler 4 Logos und auf der Rückseite die Platzierungen 1, 2 und 3 sowie den Text Die Settlers 4 World Championship 2021. Macht schon echt was her und ich bin super happy mit dem Ergebnis. Ich wollte Medaillen, die irgendwo zu Siedler passen und ich bin dabei auf den Goldkranz der Römer gestoßen. 1:1 konnte man das natürlich nicht übernehmen, aber es sieht doch schon sehr nach Siedler aus. Und das Trageband ist übrigens in Zockerlounge blau gehalten. Auch die Bronzene macht echt was her. Es geht also auch um was Cooles später im Spiel um Platz 3. Und ja, Platz 1 bekommt natürlich nicht nur diese schicke Goldmedaille, sondern auch den WM-Pokal. Und den schauen wir uns jetzt genau an. Der Pokal ist 48 cm hoch, ist 2 kg schwer und ist 200 Euro wert. Sieht richtig edel aus. Ich bin super zufrieden damit. Unten hat er noch ein Emblem mit dem WM-Logo und als Text eingraviert ist Die Settlers 4 World Champion 2021. Eine Zockerlounge. Ob er wasserdicht ist, habe ich nicht getestet. Falls der Gewinner dann daraus Sekt trinken will oder so, keine Ahnung. Und ganz wichtig, Pokal und Medaillen sind gesponsert von Chris Theiss. Chris hat einfach gesagt, ey, ich spiele zwar nicht mit, aber ich finde das so geil, was ihr hier macht. Ich zahle diesen Pokal mit Medaillen. Und ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ehrenmann, Dankeschön, super epische Aktion. Vielen, vielen Dank. Und nochmal, das Ding ist super hübsch geworden und richtig, richtig episch. Und ich bin total traurig, dass ich es nicht behalten darf. Und irgendjemand von euch, dem Gewinner, ja, und dem Zweitplatzierten und Drittplatzierten eine Medaille schicken muss. Ja, und ich hoffe natürlich, dass der Weltmeister später, wenn dieses schicke Ding einen Platz gefunden hat, mir dann ein Bild schickt. Würde mich sehr freuen. Die Turnierspieler sind schon mitten im Training auf der neuen Turniermap und spielen mit der Die Siedler 4 Enhanced Edition. Wenn ihr auch Bock auf ein optimiertes Siedler 4 habt, dann könnt ihr die Enhanced Edition natürlich auch außerhalb der WM unter www.diesiedler4.de runterladen. Kostet nichts, einfach installieren und loszocken. Alles zur Enhanced Edition erzähle ich euch auch nochmal gesondert im Detail nächsten Sonntag. Und ja, am 1. April beginnt dann schon die Siedler 4 Weltmeisterschaft oder wie ich es sagen würde, ein neues Kapitel Siedler 4 in seinem 20-jährigen Bestehen. In diesem Sinne, ich hätte mir echt Handschuhe anziehen können, ne? Bis zum nächsten Mal.